Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game Online. Ja, wir spielen heute mit einem neuen Deck mal wieder. Nämlich habe ich mir diesmal ein Pflanzendeck zusammengebaut. Und ja, ich werde mal gucken. Ich habe zwar schon ein paar Duelle mit diesem Pflanzendeck gespielt, aber die waren jetzt eher 50-50. Siegeschance 50-50. Also, das spielen wir auf jeden Fall nicht. Dieses Linkader habe ich auch nur deswegen drin, wegen der Weiterentwicklung. Und auch sonst nicht. Und ich hoffe mal, der Gegner spielt jetzt nicht mit allzu ekelhaften Karten, weil Dick ist nicht das Stärkste. Das ist leider nicht das Stärkste. Ich muss da noch ein paar Pflanzen-Pokémons auswechseln hier und da. Natürlich ist es vorteilhaft, dass der mit einem Pflanzendeck spielt. Aber hey. Oh ja, der spielt. Okay, ich verstehe schon, auf was er hinaus will. Der will unbedingt das Gyarados. Genau. Okay. Der will also unbedingt ein Gyarados kriegen. Das will der Kerl also. Der Kerl will unbedingt ein Gyarados. Dann hier ein bisschen Energie. Dann ziehen. Schön nachziehen den ganzen Kram. Wenn ich die Karte jetzt spiele, dann sollte ich doch jetzt Evo-Brause spielen können. Warum kann ich jetzt Evo-Brause nicht spielen? Okay, das ist der Effekt von Evo Browser an sich, weil normalerweise sagt nämlich Wald der großen Gewächse, dass das Pokémon sich sofort weiterentwickeln kann. Aber okay, wir haben Logian, Manaphy X, was ich unbedingt gerne haben möchte. Und ja, der hat jetzt nicht so die Weltkarten. Das freut mich. Also, wir können Chancen haben gegen ihn. Wir können sie haben, müssen wir aber nicht. Ja, wir müssen nicht. Das ist der große Unterschied. Wir können, wir müssen nicht. So, müssen wir jetzt aber schauen, weil ich wollte jetzt gleich erstmal das Yanma weiterentwickeln. Zu Yanmega. Und dann, Alter, okay, es wird ekelhaft. Es wird ekelhaft. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Es wird ekelhaft. Da heißt es jetzt Zähne zusammenbeißen und durch. Und jetzt spielen wir erstmal Evo-Brause. Dann holen wir uns nämlich hier unser Yanmega. Und, setzen Agilität ein und beten jetzt das, so, das Problem ist, ich verstehe nicht, warum kann man hier nicht ganz normal chatten? Warum kann man das nicht? So, unser Yanmega ist jetzt auf jeden Fall tot, das wird es nämlich nicht überleben. Oh ja. Ja, ist tot. Okay. Alter, 150 Schaden. Ja, das Ninkada kannst du gerne umlegen. Wie ich schon sagte, das Deck ist auch nicht das umwerfendste Deck. Das hat jetzt nicht unbedingt die perfekten Werte. Das Problem ist, ich habe zwar viele Pokémon-Karten, aber die meisten Pokémon-Karten lassen sich nicht zu einem anständigen Deck zusammenarbeiten. Einfach weil mir zum Beispiel von vielen Weiterentwicklungen fehlen mir die Vorentwicklungen, dann habe ich EX-Pokémons, deren Effekte nicht unbedingt mir weiterhelfen. Dazu kommt dann natürlich auch, dass ich nicht so viele EX-Pokémons habe. Und so weiter und so fort. Also es ist so. Nee. Zeig mal das hier. Eiszeit, dieser Angriff gegen den Pokémon. Alter! Der Angriff ist gut. Alter. Okay. Das Pokémon muss ich gleich auf jeden Fall verabschieden. Ach, egal. Eventuell überlebt es ja noch die Runde, aber das ist so und dermaßen unwahrscheinlich. Es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass der Kerl mit Naschschweif die ganze Zeit nur, Zahl wirft, aber auch okay. Das wird wohl eine kurze Folge, ne? So, wieder ein Tauchball. Was holst du denn dir denn, wenn ich fragen darf? Was holst du dir? Ach du Heilige. Sag, wie viele X-Pokémon hat der denn? Mein Freund. Wie viele hast du denn, wenn ich so fragen darf? Okay, er geht auf Nummer sicher und jetzt haut er richtig drauf. Ja, Zahl.
Was war das denn? Das war eigentlich jetzt eine richtig dumme Aktion von mir, aber okay. Und wir hauen jetzt nochmal mit Stampfer drauf. Okay, war, ist aber. Oh, ich bin ins Mikrofon reingekommen. War aber eine schöne Runde. Ich möchte gerne ein Spiel sagen, aber es geht nicht wegen der Kampfanimation. Ach, schade. Egal. War aber immerhin eine ganz nette Runde. Ich möchte mir aber bitte mal gerne die. Nein, ich kann mir sein Deck nicht angucken. Nee. Na dann, ciao, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.